Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Empires in Puzzles Schule. Heute gehen wir wieder auf ein bisschen Heldenwissen ein und spezialisieren uns aber heute ein bisschen. Und zwar geht es um das Thema Wappen. Wenn ihr noch neu in dem Spiel seid, werdet ihr damit noch nicht so viel anfangen können, außer nur den Fakt, dass ihr hier regelmäßig die rot unterlegte Zahl bekommt, dass ihr neue Wappen gesammelt habt. Die Wappen hängen zusammen mit den 10 verschiedenen Klassen, die es für die Helden gibt in Empires and Puzzles. Und die Wappen könnt ihr nutzen, sobald ein Charakter auf der höchsten Stufe, auf dem höchsten Level ist. Bei 3 Sterne ist das Rang 3, Level 50. Bei 4 Sterne ist das Rang 4, Level 70. Und bei 5 Sterne ist das Rang 4, Level 80. Ja, was gibt es alles zu wissen? Also wie gesagt, wir haben 10 verschiedene Wappen. Die werde ich jetzt in dem Video nach und nach erstmal, ich sag mal, kategorisieren, dann gewissen Rollen zuordnen, dann ein bisschen darauf eingehen, welchen von meinen Helden sollte ich bitte zuerst Wappen geben, wo macht es Sinn, wo macht es weniger Sinn. Dann in den Talentfaden, wie verteile ich bei welchem Held die Wappen am effizientesten. Und dann habe ich noch so 2, 3 kleine Sachen, welche Klassen passen gut zu den einzelnen Helden und bei welchen Helden ja, sollten die Entwickler nochmal nachdenken, ob das Sinn macht. Und dann gibt es aber noch einen kleinen Trick, wie man sich bei den Turnieren eine bessere Ausgangsposition verschaffen kann, ohne Wappen zu verlieren, beziehungsweise ohne ein Wappen zurücksetzen zu verlieren. Ja, da gehen wir gleich noch zu dem Button hier Wappen zurücksetzen. Wenn man einmal einem Helden Wappen gibt und die dann für einen anderen Helden braucht, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Hier wollen wir nichts kaufen. Beispielsweise, so, man kann hier oben auf Zurücksetzen gehen. Dann hat man einmal oben das Zurücksetzen mit Juwelen. Dabei erhält man leider nur 95% der Wappen zurück. Und beispielsweise bei so einem 5-Sterne-Held, der knapp 400 Wappen hat, würde man 20 Wappen einbüßen. Die andere Variante ist unten diesen roten Button, den es ab und zu bei Turnieren und bei anderen Sachen aus gewissen Kisten gibt. Der gibt euch 100% der Wappen zurück und ihr müsst keine Juwelen einsetzen. Das Einzige, was verloren geht, ist, wie ihr seht, Futter und Eisen braucht man zum Lernen der einzelnen Stufen. Das bekommt ihr nicht zurück, egal was ihr tut. Und da das ab einem gewissen Level, ab einem gewissen Wappenlevel relativ viel ist, sollte man sich vorher überlegen, wem man Wappen gibt, um nicht zu verschwenden. Okay, dann fangen wir einfach mal an mit der Kategorisierung. Beziehungsweise nein, wir fangen erstmal damit an, die Wappen so ein bisschen durchzulesen. Also es gibt offensive, defensive und neutrale Wappen, meiner Meinung nach. Offensive Wappen sind zum Beispiel Barbarenwappen, hier als Beispiel Grimm. Wir haben 30% Chance, durch einen normalen Angriff Blutung hinzuzufügen. Der Effekt verursacht 5 Runden lang 60% des Schadens des normalen Angriffs. Dieser Effekt ist mit ähnlichen Effekten stapelbar. Ganz wichtiger Nebensatz hier, 60% des Schadens, den der normale Angriff zugefügt hat. Das heißt, wenn ihr irgendwo, also wenn ihr einen Held habt, der höheren Angriffswert hat, ist dieses Talent effektiver. Es skaliert quasi mit dem Angriffswert. Und wenn ihr jetzt beispielsweise auf einen Titan mit einem Wukong-Buff oder so draufhaut, dann habt ihr natürlich einen weitaus höheren Angriffswert. Und dann tickt die Wunde natürlich dementsprechend wesentlich höher. Weshalb das für mich auch ein offensives Wappen ist, durch normale Angriffe. Das heißt, in der Defensive, alle 3 Runden ungefähr, greift der Held an, hat da die Chance. Das heißt, alle 3 Runden hat er 30% Chance, das auszulösen. Offensiv bedeutet das, jedes Schild, jeder Stein, der in den Gegner reinfällt, den man spielt, hat eine Chance von 30%, das zu triggern, die Wunde, und dass danach der Blutungsschaden kommt. Deswegen
In der Defensive macht der Barbar nicht so viel Sinn, weil er einfach wesentlich weniger auslöst als in der Offensive. Okay, gehen wir zum nächsten offensiven Wappen. Das ist die Zaubererklasse, das Zaubererwappen. Das hat die Spezialfähigkeit Verzögern. Hier nur 3 von 5. Bei 5 von 5 hat man 15% Chance auf die Senkung der Mana-Regeneration des Gegners um minus 50% nach Schadenszufügung. Der Effekt tritt am Ende des Zuges in Kraft. Ja, selbe Erklärung wie beim Barbaren. Wenn man Schaden hinzufügt, wenn man trifft. Hier noch ein bisschen anders. Hier gelten die Spezialangriffe mit. Aber nichtsdestotrotz, in der Defensive die Auto-Attacks auch nur so ungefähr alle 3 Runden. Und Schadensauslösung, ja, manchmal passiert es gar nicht. Deswegen er löst in der Offensive, also dieses Wappen, dieses Talent löst in der Offensive wesentlich häufiger aus. Und wenn man beispielsweise hier mit dem guten Rasselkopf einen grünen Diamanten spielt und wenn das Talent hochgelevelt wäre, ich werde hier nicht weiter investieren, aber nur in der Theorie, und der Diamant geht los mit ein paar Wappen, mit 10 Wappen oder so, dann ist nahezu jeder mit diesen minus 50% Mana-Regeneration für 2 Züge. Und das ist, wer gegen Telluria öfter kämpft. Die macht nur paar 30% oder paar 20%. Das ist immens, diese Mana-Regeneration. Das gibt quasi einen weiteren Zug mehr, um andere Helden zu laden, wenn für 2 Züge 50% gekartet wird. Deswegen gutes Talent, aber eher offensiv als defensiv. Das dritte Offensivtalent, da muss ich jetzt mal. Ich habe keinen Magier voll, glaube ich, aber Melendor das Kostüm. Pro Rang geht die Chance auf 5% hoch, also 25% Chance, 15% Extraschaden pro aktiven Buff der Gegner zuzufügen. Der Extraschaden gilt für normale Angriffe und Spezialfähigkeiten. Defensiv, ein Offensivtalent ist einfach nur Schadensmaximierung. Kann in der Defensive auch mal glänzen, beispielsweise, ich bin gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube June. Oder Sartana. Jetzt muss ich mal ganz fix. Nein, hier finde ich die natürlich nicht. Zack, zack, zack. Jetzt noch ein bisschen rumscrollen. Sartana, bist du? Ja, Sartana ist ein Magier. Wenn Sartana den Proc von ihrem Talent bekommt und der Gegner viele Buffs hat, ist ihr Snipe, der sowieso schon sehr stark ist, natürlich noch wesentlich stärker. Sagen wir, der Gegner hat 5 Buffs oder 4 Buffs und es triggert, dann macht sie 60% mehr Schaden und das ist auf ziemlich vielen Helden ein One-Shot. Deswegen ist Sartana auch einer der Offensivhelden, wo sich das Magier-Talent besonders lohnt. Genau, jetzt kommen wir mal zu den, auch wenn wir gerade hier sind, ich habe eine Truppenmünze aus dem Turnier bekommen. Top 1% war ich diesmal. Das ist meine erste 4-Sterne-gelbe Truppe. Leider nicht die Mana-Truppe. Und eigentlich möchte ich in die Mana-Truppen nur investieren. Ich freue mich auf jeden Fall. Aber hätte es nicht die Mana-Truppe sein können? Jetzt bin ich im Zwiespalt, ob ich meine gelben gesammelten Truppen dort reinschmeiße oder nicht. Okay, back to topic. Defensivwappen. Ja, da brauche ich nicht viel erklären. Ähnlich wie beim Barbaren, das mit Angriffswert skaliert, skaliert dieses direkt mit dem Verteidigungswert. Bei Level 5 von 5 von Beschützen 25% Chance auf 25% erhöhte Verteidigung für 2 Züge nach Erhalt vom Schaden. Das Tanktalent. Da braucht man nicht viel sagen. Je höher der Defensivwert des Helden vorab schon ist, desto effektiver noch das Paladin-Talent und ja, ich brauche hier nicht mehr zu erklären. Es ist einfach extrem stark, das Ganze. Okay, Schurke. Da muss ich auf unseren guten René gehen aus unserer Gilde. Der hat nämlich einen Schurken im Team. Mal 5. 20% Chance, direkten Schaden durch offensive Spezialfähigkeiten auszuweichen.
Das ist so eine Sache. Nimmt man das jetzt als Defensiv- oder als Offensivwaffen? Es ist auf jeden Fall schadenreduzierend bzw. schadennegierend. Auf der anderen Seite, defensive Helden haben prinzipiell ja eh schon hohe Defensivwerte, hohe Lebenswerte. Für die ist das nicht so schlimm. Es ist ein Defensivwaffen, aber es macht mehr Sinn auf Helden, die von so einer Fähigkeit richtig kassieren. Wenn ein Held das eh überlebt, ist es nicht so effizient, wie wenn er daran sterben würde. Deswegen finde ich das auf Schadensmachern. Beispielsweise, ich glaube, Mayana hat das Talent, Domitia hat das Talent, hier Kiona hat das Talent, die sonst eigentlich relativ schnell aus den Latschen kippen, finde ich das noch effektiver als auf Defensivhelden. Genau, dann nächste defensive Wappen sind die des Mönches. Das schaue ich mir mal Bane an. Wenn es voll ist, 30% Chance, negativen Statuseffekten zu widerstehen. Ja, kein Defense Down. Also wenn man einen Tank kaputt machen will, dann geht das relativ easy, wenn man Defensive verringert, Elementar Defensive verringert und die Mönchklasse erschwert das halt immens. Deswegen gutes Defensivtalent. Kann auch offensiv ab und zu hilfreich sein, aber ich finde es defensiv wesentlich stärker. Und dann gibt es noch richtig neutrale Talente, die sowohl offensiv als auch defensiv glänzen können. Das ist der Kleriker. Mana-Effekten widerstehen oder zu verhindern, dass man Spezialfähigkeiten nicht nutzen kann. 35% Chance ist sehr gut, sowohl offensiv als auch defensiv. Noch besser, meiner Meinung nach, auf Helden wie Rigard, wenn man die negativen Statusveränderungen von den Verbündeten dann entfernen kann. Weil meistens gibt es beispielsweise so ein Proteus oder eine Hell, die machen es auf mehrere Helden gleichzeitig. Solche Effekte, dass du kein Mana regenerieren kannst, dass du was nicht einsetzen kannst. Wenn einer von den drei Helden widersteht und die anderen davon befreien kann, macht das immens viel Sinn. Deswegen auf solchen, die negative Statusveränderungen von Verbündeten befreien können, finde ich den Kleriker eigentlich am besten. Und natürlich auf Heiler, um das Team am Leben zu halten. Ja, Kämpfer, eine meiner Lieblings- und meiner meistgehassten Klassen. Wenn das Ding voll ist, sind das 30% Chance, nach einem tödlichen Angriff mit einem LP wiederbelebt zu werden. Die Wiederbelebung findet am Ende des Zuges statt. Man behält die Debuffs, kleiner Hinweis. Beispielsweise, wenn eine Wählerwelle einen tötet, man wird wiederbelebt. Nicht Wählerwelle tötet, aber wenn man getötet wird, während man den Wellen-Debuff noch auf sich hat, am Ende des Zuges wird man erst wiederbelebt und dann ticken nochmal die Schaden über Zeitzauber, wie Welle, Grabmacher-Burn und so. Kann direkt das Talent kontern, wenn man sowas hat. Oder die Blutung vom Barbaren beispielsweise. Barbar ist ziemlich effektiv gegen Kämpfer. Würde ich sogar fast sagen, ist ein Konter. Aber ansonsten wiederbelebt werden. Ich finde es sehr gut auf Heilern. Wenn die kurz vorm Auslösen sind und die sterben, die werden aber wiederbelebt und danach lösen sie aus und heilen plötzlich alles. Das kann riesen Comeback-Qualitäten sein. Und auch auf Snipern finde ich das relativ gut. Das ist allgemein ein sehr nerviges Talent, was in vielen Varianten Anwendung findet. Tank jetzt nicht so geil, es sei denn, du hast einen Tank, der sich heilt. Wenn Telluria Kämpfer wäre, wäre sie, glaube ich, nicht ganz so nervig wie Paladin, aber immer noch sehr nervig. Aber auf Snipern und auf Heilern sehe ich das Talent am besten. Dann haben wir noch das Druidentalent. Das ist vollkommen neutral. Vor allem, weil es auch nicht durch irgendwelche Angriffe oder irgendwas getriggert wird, ist einfach am Ende jeder Runde 15% Chance, dass man einen Lakaien bekommt. Ist ganz nett. Die sind ein bisschen Schutzschild. Die machen ein bisschen Schaden. Aber ist jetzt nicht das Übertalent. Aber es ist grundsolide. Man weiß, was man bekommt. Man ist ein bisschen davon abhängig, ob die 15% triggern oder nicht. Aber ja. Ist jetzt nicht so spektakulär wie andere Sachen. Und zum letzten Talent, zum Waldläufer. Wenn es voll ist, 25% Chance beim Angriff Defensivboni zu umgehen, schließt auch Gegenangriffe ein.
Ja, warum ich das jetzt neutral eingeordnet habe, gerade eben bekommen mir Zweifel. Ich würde es fast offensiv einordnen. Aber ich habe es dann doch bei neutral gehabt, weil ich das auch in der Defensive, also zumindest in der defensiven Aufstellung, Kriegsdefensive und so weiter und so fort, sehe ich das. Aber ja, eigentlich ist es schon eher ein Offensivwappen. Das müsste ich vielleicht nochmal umändern. Ja, was soll man sagen, wenn der Gegner defensiv Boni geballert hat und man hat einen Waldläufer und das geht dann durch, ja, dann hat seine ganze Mühe nichts genutzt. Das kann schon sehr hilfreich sein, ist aber situationsbedingt. Wenn man einen Gegner hat, der gar keine Defensivboni oder Gegenangriffe aufbaut, ist das Talent zu 100% useless. Genau. Okay, so. Jetzt habe ich so grob eingeordnet, offensiv, defensiv, neutrale Wappen. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Rollen ein bei einer Aufstellung. Eine Aufstellung sind fünf Helden, eine Defensivaufstellung. Und in der Mitte steht der Tank und mit Abstand die beste Tankklasse, wie ihr schon vermutet habt, ist die Paladin-Klasse. 25% Chance auf die Bonusverteidigung. Wer in der Mitte keinen Paladin stehen hat, der kann mich höchstens noch mit einem Schurken, Mönch oder eventuell einem Kämpfer versöhnen. Der Rest ja, ist nicht wirklich effizient. Viel interessanter wird das Ganze, beziehungsweise variabler, wenn man auf die Sniper schaut, wie beispielsweise hier in dem Fall Mariana. Oder vielleicht kann ich da noch Bestenliste, zack. Genau. Sniper. Schnelle Einzieltreffende oder Mittel-Drei-Ziele-treffende Angreifer. Deren Ziel ist einfach nur Schaden zu machen. Da ist es relativ simpel. Die von Haus aus erhalten die in der Theorie nicht so viel aus. Es gibt also zwei Varianten, wie man die verbessert. Einmal den Angriff so stark verbessern, dass der Gegner einfach direkt so schnell wie möglich stirbt, idealerweise mit einer Attacke. Dabei helfen kann der Waldläufer helfen, wie wir gerade schon argumentiert haben, und der Magier ist sehr stark dafür. Auf der anderen Seite möchte man verhindern, dass die einfach ausgeknipst werden, einfach weg sind. Da kann der Kämpfer helfen. Und das sind für mich auch die drei besten Sniper. Talente, beziehungsweise Sniperwaffen. Jetzt muss ich mal schauen. Hier Finlay ist ein Waldläufer. Kleriker ist nicht verkehrt, da bremst man die zumindest nicht aus. Aber Magier und Kämpfer und Waldläufer sind definitiv vorneweg. Genau, und dann haben wir ja noch Kontrolle- und Supporthelden. Das wollte jetzt keiner sehen. Kontrolle- und Supporthelden. Als Beispiel bei mir ist das Ornat. Ja. Ja, Kontrolle und Support. Beispiel Rigard. Und auch das Zauberertalent sehe ich ideal auf Supporthelden. Aber offensiven Supporthelden. Definitiv. Also im Angriff. In der Verteidigung hat meiner Meinung nach das Zauberertalent. Das Barbaren oder das Magier-Talent nicht viel zu suchen. Magier-Talent eventuell noch, aber Zauberer und Barbaren, die auf Treffen mit Metallen angewiesen sind, haben da nichts zu suchen. Nicht wirklich zuzuordnen einer gewissen Rolle sind Druide und Barbaren. Druiden sind einfach da. Was für einen speziellen Sinn das hat, kann ich jetzt nicht raussehen. Es wäre witzig, wenn der Lakai mehr machen würde als Schaden, wenn der irgendwie noch eine gewisse Chance hat, Buffs zu fressen oder Mana zu verringern. Also jetzt nicht so krass wie bei der Herrin des Sees, dass das zu 100% Mana frisst oder so, aber dass der kleine Lakai noch eine extra Fähigkeit mitbringen würde. Das würde den Druiden für mich ein bisschen spezieller machen. Jetzt ist es einfach nur, ja, er ist da. Und Barbar, ja,
kann man auch nicht wirklich zuordnen. Eher, also es ist für mich keine Sniper-Fähigkeit, es ist eine Offensivfähigkeit, aber Sniper heißt, dass die Gegner so schnell wie möglich mit so wenig Hits wie möglich sterben sollen und der hilft der Barbar nicht. Nicht viel und deswegen sehe ich ihn da nicht. Okay, jetzt haben wir die Übersicht, was gehört zu was, welche Waffen machen was und in welchen Rollen sind sie effizient. Jetzt zur Frage, wem gebe ich nun Wappen? Wappen gebe ich prinzipiell immer zuallererst dem Team, was bei mir im Krieg verteidigt. Das habe ich in den Videos davor schon mal erläutert. Warum das so ist. Im Krieg, die Helden, die verteidigen, haben im Schnitt 6 Kämpfe auszufechten. Die Offensivhelden haben nur einen Kampf auszufechten. Und die defensive Aufstellung gewinnt eher die Kriege wie die Offensive. Das ist halt einfach mal so. Deswegen versucht man das so gut wie möglich zu verstärken. Das heißt, in meinem Fall, die Aufstellung, die aktuelle Meta ist ein bisschen bekannt, deswegen bekommt Tuluria Wähler, für Mariana habe ich gesammelt, für Onatel habe ich gesammelt, die bekommen auf jeden Fall ihre Wappenriegert hat schon relativ viel. Wird auch behalten, bis ich irgendwann mal einen besseren Kleriker habe und Riegert nicht mehr im Defensivteam steht. Sollte ich Clarissa bekommen? Das ist halt so eine Sache. Clarissa wird bei mir definitiv im Team stehen, sollte ich sie noch bekommen für Rigard, das ist Fakt. Aber damit verstoße ich eigentlich gegen eine Regel, die ich selber sehr unterstütze. Niemals in der Defensive 2 Helden von derselben Klasse stehen zu haben, weil man einfach nicht genug Waffen für beide zusammen bekommt. Und da leidet die Teamstärke und die Effizienz eines der beiden Helden. Clarissa wäre für mich eine Ausnahme, weil ich einfach keine Alternativen habe. Ich hätte am liebsten eine Sartana oder eine Sejuani, aber Sejuani komme ich ja sowieso nie ran. Sartana muss ich irgendwann mal Glück haben, dass ich sie einfach mal ziehe. Aber ansonsten, ja, es ist schwierig. Und Sartana wäre auch schon wieder ein Widerspruch mit meiner Ornatel, weil das beides Magier wären. Deswegen, man muss natürlich ein bisschen Glück haben, dass man die passenden Helden hat, um diese Regeln einzubehalten. Aber wenn man sie hat, sollte man sich wirklich danach richten. Also Kriegsteam sind im Idealfall 5 verschiedene Klassen weg. Was hat die nächste Prio nach dem Kriegsteam, was Wappen angeht? Meiner Meinung nach die Helden, die nicht in der Defensive stehen, die man am häufigsten nutzt. Das ist für mich ganz klar die Titanen-Helden, die den Angriff maximieren am Titan. Als Beispiel Talak oder Wukong oder Ranvir oder wie sie alle heißen, Mickey, denen die Wappen zu geben, ist nie verkehrt, weil die nahezu, wenn man einen von den Helden nur hat, kommen die in jedem Titanenfight, außer die Farbe reflektiert gerade, die derjenige hat, kommen die zum Einsatz. Da auf jeden Fall, das ist für mich der Held Nummer 6, der Wappen bekommt. Sobald ich Wukong voll habe, bekommt er von mir auch Wappen. Und danach, ja, offensive Helden, auf denen es effektiv ist, beispielsweise Sartana Magier, Lyana Waldläufer, dann, was man viel benutzt, also ich benutze Rigard auch offensiv, ich hätte den auch, wenn er nicht hier stehen würde, wäre der mein Top-Kleriker, weil er einfach am effektivsten ist mit seinen Wappen. Und nur mal so als Vergleich, jedes Wappenlevel, Rigard hat Level 17, gibt dem Helden 5 Stärkepunkte. Das heißt, mit 20 Wappen gehen die um 100 Stärkepunkte hoch, was ein 4-Sterne-Helden praktisch zu einem 5-Sterne-Helden ohne Wappen macht. So ungefähr von der Stärke her. So kann man auch zu seiner Teamstärke kommen.
Genau, jetzt noch eine offene Frage, was Wappenverteilung angeht. Natürlich haben wir ja schon gesagt, es gibt offensive und defensive Helden. Und dementsprechend, wenn man hier mal so ein Talentraster reinschaut und nach unten geht, man hat regelmäßig zwei Optionen, ob man den linken oder den rechten Pfad geht. Es gibt für mich zwei Heldenklassen, da ist es ohne Frage, wie man verfährt. Bei allen Barbaren, außer ihr tankt mit Aslaar. Okay, das ist vielleicht eine Ausnahme. Aber bei allen Barbaren, die skalieren mit dem Angriffswert, gehe ich immer die Seite, wo der Angriffsbonus ist. Immer die Seite mit dem Angriffsbonus. Das ist Fakt. Genau dasselbe bei Paladinen. Die skalieren mit der Defensive und in der Regel stehen sie auch als Tank vorne. Immer die Seite, wo der Verteidigungsbonus ist. Und sollte man auf beiden Seiten Verteidigungsbonus sein, dann die Seite natürlich, wo Lebensbonus ist, weil Paladine sind prinzipiell die Tanks, die sollen lange aushalten. Da ist der Angriffswert, ob der nur 15 höher ist oder nicht, ist total egal. Deswegen bei den Paladinen definitiv immer die Defensivwerte mitnehmen. Bei Barbaren und bei allen anderen offensiven Helden, die ich in die Kategorie Sniper einordnen würde, wählt den Angriff zuerst und dann, ja, Leben oder Defensive. Ich glaube, da könnt ihr eine ausgewogene Mischung nehmen, je nachdem, wo das Defizit größer ist. Bei Defensivhelden ist gesagt. Und dann gibt es noch so neutrale bzw. ausgeglichene Helden, die auch die Standardwerte schon ausgeglichen haben, so wie Wähler, behandelt die einfach weiter ausgeglichen. Die haben keine spezielle Rolle. Offensiv oder defensiv ist vollkommen egal. Auch die Klasse zwingt sie nicht in eine spezielle Richtung zu gehen. Gestaltet die ausgeglichen, wenn die sowieso schon ausgeglichen sind. Macht ein Allround-Held draus. Ich versuche Wähler, es gibt bei Wähler einen Pfad, der, ich weiß nicht genau hundertprozentig, wie der aussieht, der aber am Ende, ich hoffe, ich treffe hier gleich einen. Den, natürlich treffe ich den nicht. So, der beispielsweise nach 19 Wappen, beziehungsweise am Ende, Angriff und Defensivwert komplett gleich hat. Das ist für mich ein ausgeglichener Held. Und so sollte man auch mit diesen weder offensiv noch defensiv eindeutig zuordnenbaren Helden verfahren, dass man eine gesunde Mischung findet. Prinzipiell sollte man die Stärken fördern, wenn man die Wappen verteilt. Wenn man sowieso schon mehr Angriff hat, ballert mehr Angriff rein. Wenn sie sowieso schon mehr Verteidigung haben, ballert mehr Verteidigung rein. Die Entwickler haben es sowieso gemacht, dass die Paladine, die Helden, zu 90% einen höheren Verteidigungs- als Angriffswert haben. Von daher kann man sich daran auch richten. Und die Sniper haben auch zu 80% einen höheren Angriffs- als Verteidigungswert. Von daher stärken, weiter verbessern, Schwächen ignorieren. Genau, dann. Ja, gibt es für mich nicht mehr viel zu sagen, außer vielleicht einen kleinen Tipp für die 3-Sterne-Turniere. Wie gesagt, man verliert 5% der Waffen, die man eingesetzt hat. Also man kriegt nur 95% zurück, wenn man die Waffen entfernt. Wenn man aber einen 3-Sterne hält, sagen wir mal den guten, nehmen wir mal die gute Gilra. Wenn man hier das erste Talent nimmt, 14 Wappen sind das. 95% von 14 ist unter 1. Das heißt, wenn ihr hier vor dem Turnier bei allen 3-Sterne-Helden beim 3-Sterne-Turnier, die ihr einsetzt, das erste Wappen nehmt, hier 14 Wappen ausgebt, dann habt ihr ein bisschen Futter und ein bisschen Eisen verloren und verliert am Ende pro Held ein Juwel fürs Zurücksetzen. Ihr seht oben 171. Und ich habe wieder 185. Ich habe keine Wappen verloren. So könnt ihr quasi die Defensive in dem Turnier für euch um 25 Punkte steigern und ihr verliert keine Wappen. Und ja, das kann vielleicht auch mal ein bisschen mehr ausmachen. Kleiner Tipp.
Okay, ansonsten wäre ich prinzipiell durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Kritik gerne oder Kritik oder Lob oder was auch immer, gern unten in die Kommentare. Lasst ein Like da und ihr könnt ja auch die Glocke aktivieren, wenn es euch sehr gut gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Auf bald. Tschüss.